So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Elements Destiny Origins. Ach, man, lange ist ja, dass ich das gespielt habe. Länger als eine ganze Woche. Was eine Scheiße. So, wir waren auf dem Weg raus aus der Höhle und ich glaube, in Richtung zu einem Bosskampf. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Was war das? Habt ihr es auch gehört? Böse Guck. Ah ja, der Scheiß. Was ist das für ein ekelhaftes Ding? Sieht aus wie ein riesiger blauer Po. Nein, schon gut, schon gut. Ich will es gar nicht wissen. Haltet euch bereit. Ich glaube, es will angreifen. Eieiei, was ist das denn mal für ein Dingens? Ein Morphschleim. Ah, okay, was kann das Ding wohl? Morph ist ja so ein Ding aus Plasma, Wasser und so ein Ding, ne? Wobei könnte eine Wasserbestie sein, ne? Ja, cool. Genesung. Gut, 1800 das gemacht. Gut, das klingt jetzt, glaube ich, nicht machen. Aber wobei, ich mach mal weiter. Ist immer ein sicherer Schaden und es kostet auch nicht so viel MP. Ist aber schon ganz dreist, das Ding. Sowas können wir. Was zum Teufel? Danke. Ich weiß nicht, was das war. Was kann man denn machen? Höhle, kein Schlitzer, letzter Stich. Na okay, ne? Die Zusatzfunktion wird da nicht treffen. Finsteres, Segenschnitt. Was sagt denn der Finsteres? Ja, das sieht gut aus. Au. Wie gut, dass wir noch keine Heilaura haben, ne? Scheiße. Da müssen wir ein bisschen aushelfen. Kannst du es mal sein lassen? Das nervt. Wie machen wir das? Finsteres macht viel. Ich möchte ja gerne. Ja. Okay, wenigstens hast du einmal normal angegriffen. Kann ich vielleicht paralysieren? Nein, natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, Lia macht verdammt viel Schaden mit dem Finsteres. Was zum Teufel? Seit wann kannst du sowas? Ich einfach zu anderen Leuten hinmorphen und dann so komische Attacken machen. Hat er sich gerade selber geheilt oder was hat er da getan? Glitschig. Das macht ein Feuer für Schaden. Ein bisschen. Also ich weiß nicht genau, was ich für ein Ding da halten soll, aber jetzt habe ich mal kurz die Chance, Lia zu heilen. Oh nein, bitte kein Baum. Ja, jetzt haben meine beiden Besten eingepennt. Danke. Wobei, nee, brauche ich nicht. Da habe ich ja die Technik für. Genesungsaura. Was macht der da eigentlich immer? Ach, der hat sich wieder glitschig gemacht, ne? Ah. Danke, Lia war gerade ja nur dran, ne? Halt. Das Ding gibt mir so auf den Sack, wisst ihr das? Ja. Wow, 4000 Schaden, immerhin etwas. Ja, komm, jetzt wird's aber langsam ein bisschen krank, oder? Okay, ich weiß Bescheid, du bist ein Arschloch. Nee, jetzt hat's viel. Alter, das Ding geht mir so auf den Piss. Ich mach mich jetzt mal glitschig und feile, damit es mich angreifen kann. Gut, wenn sich das glitschig macht, kann ich mal ein paar Super-Magietränke
raussetzen. Erstmal wieder Lia stärken. Ist immer noch glitschig? Nein. Ja, ich wollte da gerade angreifen, ne? Entschuldigung. Halt nicht besser den Killer. Ich will's mal schocken. Ah, endlich. Gut. So, jetzt kann ich wenigstens mal ein bisschen Stärkung draufsetzen. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich wollte mit dem Finsteres weiter angreifen, weil es Schaden macht. Und alles drauf, was ich habe. Du machst auch mal Licht. Okay. Dann würde ich sagen, ich stärke nochmal Melein. Jetzt wissen wir Diaboros, schön. So. Nein, nicht Bestienkiller. Schockfall. Oh. Ungünstig. Da muss ich wieder einmal Magie hochladen. Vielleicht einmal heilen. So, wie viel hältst du eigentlich noch aus, Kumpel? Ich weiß, dass die Bossregner ja mittlerweile immer mehr aushalten. Hast du gerade glitschig gemacht und direkt zu Diaboros gewechselt? Bist du ein bisschen Arschloch oder was? Aber gut, das kann ich nutzen, wie gesagt, mal ein bisschen MP aufzuladen. Aber ich kann mit Dings noch angreifen, ne? Genau, mit Elementarkräften kann ich noch angreifen. Dann machen wir es einfach mal, dann mache ich sicher Schaden. Ja, okay, kommt der Kram. Bist du noch? Okay, bist noch glitschig. Also Symphonie der Blitze und Flammditation. Macht nicht viel Schaden, aber... Boah, du nervst! Huh, warum konnte ich jetzt nicht heute einsetzen? Danke. Oh. Oh. Das war knapp. Für dich schon. Das war die dritte knappste Begegnung meines Lebens, gleich nach Melein und dem immer riesigen lebendigen Drachen, schön. Was hast du gerade gesagt? Tut mir leid, war gar nicht so gemeint. Aber es konnte es einfach nicht verkneifen. Böser Kock. Und es hat gerade tatsächlich einen Witz gemacht. Ich glaube, ich trage mich mir den Kalender ein. Blödsinn, ich habe gerade einen. So bei mit dir führen würdest, sehr schön. Ach, er, ne? Verzeihung, ich meine euch vier. Das ist doch der Kerl, der eben schon in der Trainingshöhle rumstand und die Wand angeguckt hat. Habt ihr gerade gegen eine schlammige Kreatur gekämpft? Ja. böser Kuck. Und? Habt ihr diese Kreatur getötet? Ja. Noch böserer Kuck. Dann werde ich mich nur empfehlen. Lebt wohl. Okay. Komischer Typ. So, jetzt haben wir dieses scheiß Morph-Ding erledigt. Und gehen erstmal wieder zurück in den Norden nach Arktika. Beziehungsweise kurz davor, denn wir haben da noch, müssen wir nicht eine Ausrüstung holen, meine ich, ne? Oder habe ich die Ausrüstung schon geholt? Das weiß ich gar nicht mehr. Cool, ich guck gleich mal nach. Zuerst gehe ich mal hier hin, weil hier war eine Truhe und ich glaube irgendwie, sagt mein Gefühl mir, jetzt sollte der Weg frei sein dahin. Natürlich, wenn die komische Hydra... Nein, der Weg ist noch nicht frei. Okay, dann warte ich eben noch ein bisschen. Trotzdem will ich erstmal kurz nach Arktika hochgehen und schauen. Muss ich nicht sogar nach Arktika hochgehen? So oder so? Um auch wieder zu verkünden von wegen, yeah, die ganzen Leute sind wieder da. Stimmt. Kann auch gut sein.
Oh, du schießt mir im Weg, Kumpel. Ah, warte mal. So. Oh ja, zwei. Ein bisschen ungewohnt, wie gegen diese normalen Leute so anzutreten. Naja, heilen brauche ich nicht wirklich, weil ich heile mich gleich in und so. Wow. 5600 Schaden. Ach, guck an, ich muss sogar hier hin. Falka? Hm? Ach, hab ich die immer gesprochen. Ah, ihr seid zurück. Die Männer haben bereits von eurer Tat erzählt. Und hin und wieder bringen sie ihre ins Gasthaus. Ist noch Platz für mich? Das Gasthaus? Mich haben sie alle einen ziemlich frischen Eindruck gemacht. Ja, unterkühlten Eindruck vielleicht. Das scheint nur so. Sie waren seit gestern in dieser Höhle. Ihr Körper ist völlig unterkühlt und kraftlos. Wären sie wieder gesund? Ja, gewiss. Aber was sie jetzt erstmal brauchen, ist viel Ruhe und ein warmes Bett. Das Turnier für sie ist jedenfalls gelaufen. Nun, ich möchte mich bei euch bedanken. Ihr habt es geschafft, sie alle zu retten. Ich frage mich bloß, warum dieser Teil der Höhle auf einmal voller gefährlicher Monster war. Für gewöhnlich befinden sich dort also keine Monster? Nein, nur selten führen sich Monster in die Trainingshöhle, aber in solchen Massen sind sie noch nie vorgekommen. Verstehe. Was ist los, Erika? Scheint so nachdenklich. Dieser Mann, der erschien, nachdem wir die Schleimbeste besiegt haben. Was mit dem zu tun hat? In der Höhle war ein Mann? Ja, ganz viele. Also auch die Leute, ne? Davon wurde uns nichts erzählt. Ja, er verließ die Höhle, als wir das letzte Monster töteten. Ich fand es seltsam, dass er so interessiert an der Kreatur war. Wieder ein seltsames Ereignis. Glaubt ihr wirklich? Ich weiß es nicht. Es ist bloß eine Vermutung. Tja, wir werden es wohl nie herausfinden. Der Typ ist mittlerweile wahrscheinlich längst über alle Berge. Vielleicht noch nicht. Was? Erika? Wir sind wieder gleich da, Falka. Aber vorher möchte ich noch etwas erledigen. Hm? Achso, ich soll wahrscheinlich rausgehen und dann ein paar labern, ne? Zuerst will ich aber in den Inn. Da oben war das, ne? Ne, da ist ein Waffenshop. Kann ich aber gleich mal nachgucken, ob ich alles habe. Hä? Ach, da ist... Das in... Gut, dann gehe ich halt jetzt in den Waffenshop und gucken, ob ich schon alles eingekauft hatte. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Müssten Waffen gewesen sein. Ja, habe ich. Habe ich auch die Rüstung alle? Ja. Nein, weil Ninja Gun wollte ich behalten. Das haben wir und das haben wir auch. Okay, ich habe alles. Ach ja, ich kann mal hier ein bisschen noch nachrüsten vielleicht. Oh gut. Scheiße. Ich vergesse wieder, dass ich andere Tasten drücken muss. Oh, einer reicht auch. Gegengift. Ja, passt schon. Passt schon. Haben wir ein paar mehr Heiltränke gekauft. Mein Gott. Brauche ich eigentlich eh nicht mehr. So. Wie viel kostet es denn hier? 80 Zenny, das geht ja. Das ist aber noch gerade so in der Tasche. Ach ja, stimmt ja. Ich muss noch die Upgrades für die Forces auch noch kaufen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ah ja, sie ruhen sich erstmal hier im Gasthaus aus. Wo liegen sie denn bitte? Okay, sie liegen wirklich alle rum. Ach, da läuft Julia rum. Und Onel. Ach, mit dem auch mal ganz kurz. Kann sicherlich nicht schaden. Was zum... Onel? Was tust du da? Ich kann mir vorstellen, dass diese Männer sich... wie diese Männer sich fühlen. Es ist schlimm, wenn man nichts tun kann, im Bett hüten muss. Aha. Und seine Trainingshöhle, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Okay. Ja, dann, ja.
gehen wir mal raus, ne? Was hast du wieder vor, Erika? Genau das, was ich sagte. Ich möchte diesen Mann finden. Und wieso? Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er etwas mit dem Vorfall zu tun hat. Deswegen wollte ich, es sollte klar sein. Verzeih, Erika, verstehe nicht so ganz, warum du ihn suchen willst. Die Männer Arktikas konnten wir retten und Julia ist auch wieder zu Hause. Haben wir damit nicht alles getan, was wir wollten? Böse Kuck. Nur mal angenommen, er hat was damit zu tun. Was garantiert uns denn, dass es nicht erneut vorkommen wird? Diese Menschen haben ein Recht darauf, friedlich ihr Leben zu verbringen. Außerdem möchte ich bloß zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Das sind wir auch Lia schuldig. Verstehe mich nicht falsch. Natürlich möchte ich auch Nemesis so schnell wie es geht finden. Aber ich lasse erst abreisen, wenn wir gewissert haben, dass die Menschen Arktikas in Sicherheit sind. Ja, da hast du recht. Tut mir leid. Oh. Gewissheit liege ich auch lieber. Sollten wir ihn nicht finden oder herausbekommen, was er mit zu heute verspricht, dass wir sofort wieder auf die Suche nach Nemesis machen. Okay. Dann, ja, suchen wir ihn mal. Warum steht ihr mir eigentlich alle im Weg? Ich meine, gut, ich könnte Monstragora einmal ausmachen. Die machen ja fast Schaden, muss man zugeben. Na, wie viel hältst du noch aus, Kumpel? Mehr als ich dachte. So, wir haben schon einen klitzekleinen Hinweis, wo sie sein könnten. Nämlich da. Machen Sie sich fragen, warum da, aber es gibt schon so einen Grund, warum ich da war. Wo ich da hin will. Genau, denn diese komische Tuse gehört nämlich zu ihm. Böse Kuck. Und? Was nun? Negativ. Da waren welche schneller als ich. Wie jetzt? Was soll das jetzt bedeuten? So wie ich sagte. Die Beute ist futsch und damit auch unser Gewinn. So verdammter Mist! Wer ist dafür verantwortlich? Dieser Morphschleim hätte uns Tausende von Zenny einbringen können. Könntest du wenigstens ein paar von dieser, was? Amphibien einfangen, die so, was, dieselben Waffen stets mit sich bringt? Tss. Mit Kleinvieh gebe ich mich nicht zufrieden. Der Stein wäre für diese abartigen Monstersammler ein wahrer Glücksfang gewesen. Für ein paar Amphibien gibt's auch denen nicht so viel zum Abkassieren. Aber wieso hast du denn die Morphschleim dann noch einfach abgenommen? Du hast sie ja immerhin gesehen. Tja, wie sollte ich? Sie haben ihn getötet. Nicht mal ein kleiner Tropfen blieb zurück. Solche ignoranten Schwachköpfe. Böse Kuck. Wie auch immer. Dann können wir nichts mehr ändern. Hast du recht, Marish. Konzentrieren wir uns hier auf das bevorstehende Ereignis. Oh ja, jetzt hätte ich was vergessen. Wie kannst du etwas vergessen? Anstatt dich über einen verlorenen Gewinn durch den Schleim aufzuregen, sollst du den Kopf über das große Turnier in Lauria freihalten. Ja, du hast recht. Das Preisgeld ist wesentlich höher, als die Bezahlung für diesen Schleim bekommen hätten. Pah, du denkst... Was, wir nehmen wegen des Preisgeldes teil? Ja sicher. Wir sollten ja sonst ein Turnier teilnehmen. Wie ich höre, sollte er an diesem Turnier teilnehmen? Er? Er! Und du bist sicher, dass er einfach so an solchen Turnier teilnimmt? Die Leute tratschen gerne, aber dennoch will ich mir ganz sicher gehen. Ein eiskalter Blick und eine bedrohliche dunkle Aura. Gerade das letzte Merkmal gibt mir zu denken. Eine dunkle Aura? Sollte es wirklich dieser gesuchte Dämon sein, springt für uns ein mörderisches Kopfgeld raus. Das sind mehr Zeugen als der Wert des Morphschleims und des Preisgeldes des Turniers zusammen. Ein Dämon, nach dem gefahndet wird? Ha! Was? Du bist ausgefuchst. Dein Scharfsinn hat es schon damals geschafft, mich aus dem Finger zu wickeln. Ich finde den Gedanken auch seltsam, warum so ein Kerl einfach ein Turnier anmeldet. Aber wer weiß schon, was in diesen kranken Hörern eines gestörten Monsters vorgeht.
Ja, stimmt schon. Sollte ich lieber was? Und er sollte. Es ist doch nicht sein, können wir immer auch das Preisgeld absahen. Nun, lass uns gehen, Pearl. Wir wollen nicht zu spät kommen. Mal eben so alle Bürger hüpfen. Aber hier kann ich ganz kurz.